Hallo ihr Lieben, ich bin Johanna, auch bekannt als die Experimentarierin, und heute koche ich mal nicht auf meinem Kanal, sondern mache einen Videowettbewerbsbeitrag für Kochs Vegan. Und da möchte ich euch ein Rezept zeigen, was ich mir letztens ganz spontan auf dem Heimweg vom Supermarkt ausgedacht habe. Und zwar hatte ich da Brokkoli in der Auslage gesehen und das hat mich irgendwie so angesprochen, dass ich gedacht habe, ja, ich muss jetzt irgendwas mit Brokkoli machen. Und habe dann so auf dem Heimweg nachgedacht, ja, wie könnte ich das zubereiten? Und dabei habe ich mir das Rezept für Nudeln mit knackig aromatischem Sahnebrokkoli überlegt. Und wie man das kocht, das zeige ich euch jetzt. Für 4 Portionen von den Brokkoli-Nudeln braucht ihr natürlich Nudeln, und zwar 400 Gramm. Und ich nehme da am liebsten Spaghetti, aber das könnt ihr auswählen, wie ihr möchtet. Außerdem braucht ihr einen Kopf frischen Brokkoli, das entspricht ungefähr 500 Gramm. Und Brokkoli ist übrigens ein sehr guter Kalziumlieferant, was bei veganer Ernährung ja eigentlich überhaupt sehr wichtig ist. Außerdem braucht ihr 6 Esslöffel Olivenöl, 4 Esslöffel Weißwein, den Saft von einer kleinen Zitrone, Salz und Pfeffer und ein Päckchen Mandelsahne, das so ungefähr 200 Milliliter enthält. Als erstes heizt ihr den Backofen auf 200 Grad vor. Dann säubert ihr den Brokkoli und schneidet ihn in große Stücke. Diese Stücke legt ihr in eine Auflaufform mit ausreichend Platz. Danach gebt ihr das Olivenöl, den Zitronensaft, Weißwein, Salz und Pfeffer drüber, verschließt die Form mit einem Deckel oder Alufolie und packt dann alles für 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Durch dieses Garen im Backofen wird der Brokkoli so schön knackig und aromatisch. Und wenn der Wecker nach 20 Minuten dann klingelt, setzt ihr Salzwasser für Nudeln auf. Und sobald ihr das Wasser aufgesetzt habt, nehmt ihr die Auflaufform kurz aus dem Ofen, gebt die Mandelsahne dazu und schiebt das Ganze dann nochmal für 10 Minuten in den Ofen. Und wenn die 10 Minuten dann rum sind, könnt ihr den Ofen ausschalten, die Auflaufform aus dem Backofen nehmen, den Brokkoli in kleine Stücke schneiden und die Stücke zurück in die Sahnesoße rühren. Und wenn die Nudeln zu dem Zeitpunkt dann noch nicht gar gekocht sind, dann könnt ihr das alles auch nochmal abdecken und in den ausgeschalteten Ofen stellen, damit die Soße noch gut durchziehen kann und alles warm gehalten wird. Wenn die Nudeln dann gar gekocht sind, gießt ihr sie ab und schreckt sie ab. Und dann gebt ihr sie mit in die Auflaufform, vermengt sie da gut mit dem Sahnebrokkoli und schmeckt das Ganze dann nochmal mit Salz und Pfeffer ab. Und damit sind die Nudeln auch schon servierfertig. Und damit haben wir super leckere Nudeln mit knackig aromatischem Sahnebrokkoli. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr wollt, dass ich den Videowettbewerb gewinne, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. 2 gehen ja leider nicht. Ja, und besucht mich doch auf meinem Kanal gerne mal, wenn ihr den noch nicht kennt. Jeden Samstag gibt es da ein neues Video über vegane Ernährung. Ich freue mich da schon auf euch. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.